Ich denke, die meisten von euch können nur sehr wenig mit diesen Blättern und diesem kleinen Ast hier etwas anfangen. Ich selber bin auch erst vor einigen Jahren, als ich mich mehr mit der Rohkost beschäftigt habe, auf diesen Baum gestoßen. Und ja, in dem Video möchte ich euch einfach ja, etwas näher bringen und auch erzählen, worum es sich bei diesem Baum überhaupt handelt. Das hier ist jetzt der Moringa-Baum, den ich hier entdecken konnte. Ich glaube, das ist der einzige, der hier so wächst. Und ja, man kann den halt ganz gut erkennen, weil er diese kleinen Blätter da hat. Daran habe ich jetzt zum Beispiel erkannt, dass das ein Moringa-Baum ist. Und der Moringa-Baum soll auch zu den, ja, einer der nährstoffreichsten Pflanzen bzw. Bäume gehören. Gehört er zu der Familie der ja, so Rettich-Bäume so in der Gattung, weil die halt sehr scharf sind, zum Teil die Blätter. Und ich hatte selbst einen Moringa-Baum bei mir im Gewächshaus mal gehabt, aus dem Samen gezogen. Der ist mir aber eingegangen, weil er halt doch sehr wärmebedürftig ist und der wächst auch ziemlich hoch nach oben. Und ich glaube, da oben sind sogar Schoten, aus denen man jetzt ein bisschen die Samen vielleicht entnehmen kann, dass man halt hier immer wieder neue kultivieren kann. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil sonst würde mir halt nur Stecklingsvermehrung einfallen, aber ich habe jetzt bis jetzt auch keine Blüten gesehen und ich denke mal, dass das da für die Samen verantwortlich ist. Ich denke mal, ja, das sind so wie bei Bohnen solche, die Schoten. Okay, jetzt habe ich mal so eine Schote aufgemacht und wie ihr hier sehen könnt, sind da tatsächlich die Samen drin. Also so kann man jetzt zum Beispiel aus einem Moringa-Baum ganz schöne neue Pflanzen ziehen, aus Kernen Bäume machen. Ich glaube, es wird sogar Stecklingsvermehrung gehen, das weiß ich aber nicht ganz genau. Aber wie gesagt, so ein paar Schoten werde ich mir jetzt auch sammeln und sie mit nach Deutschland nehmen und mal schauen, vielleicht will ich auch in Deutschland ein paar Moringa-Bäumchen kultivieren. Man weiß ja nie, was alles so kommt. Und ja, das ist wieder so ein kleiner Einblick von den Bäumen, die hier so auf der Farm wachsen. So ein paar mediterrane tropische Bäume, wie der Moringa-Baum hier sehen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen mit der Schote. Und gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen und angenehmen Tag. Und ja, ich freue mich einfach auf das nächste Video, in dem ich euch wieder ein paar Eindrücke von Costa Rica hier mitgeben darf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.